Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit 814, Freitag, 11. Februar 2011. Wer es im Jahre 2009 vor der Bundestagswahl nicht gesehen hat, nicht verstanden hat, dass die Bundeskanzlerin lügt und dass auch der Wahlkampf im Grunde genommen über einen Wahlbetrug gehen soll, nämlich die Verheimlichung des Afghanistan-Krieges, von rechtlichen Fragen und von Sinnfragen ganz abgesehen, einfach die Bundestagswahl zu machen, ohne im Wahlkampf in Deutschland das Thema Krieg zu behandeln und dann also dieser unselige Bombenanschlag dort in Kunduz mit über 140 Toten, fast 100 Zivilpersonen und der Lügerei im Wahlkampf. Wer das damals nicht zur Kenntnis genommen hat, der kann das jetzt konkret sehen und es ist auch noch für jeden auf Knopfdruck kurz festzustellen. Ich weise nur auf Bild.de hin. Ich habe gestern Abend in Bild.de nochmal ganz konkret gesehen. Bild behauptet, im November Dokumente veröffentlicht zu haben, die Wahrheit über Kunduz überhaupt erst hervorgebracht hat. In der Folge dann die Regierung Merkel, Franz Josef Jung, Gutenberg tätig geworden ist. Der Jung zurücktreten musste, der Gutenberg zwei verdiente Mitarbeiter rausgeschmissen hat und so weiter. Das ist alles erst geschehen, indem Bild diese Berichte veröffentlicht hat über Kunduz. Frau Merkel war nun gestern vorgeladen vor dem Verteidigungsausschuss, der hier mit dem Spezialthema Untersuchung zu Kunduz ausgestattet war, höchste Geheimhaltung, sogar wichtige zentrale Dokumente, um deren Wahrheit oder Ignoranz oder Vertuschung hier es in diesen Befragungen ging, die waren geheim und wurden auch gar nicht genannt. Trotzdem ist es völlig klar, Bild heute, Freitag, 11. Februar, hat den Quatsch vor dem Kunduz-Ausschuss gestern überhaupt nicht thematisiert. Bild besteht jetzt auch nicht darin, dass Bild heute, gestern stand es noch im Internet, heute bestehen sie nicht darauf, dass sie das aufgedeckt haben, dass Frau Merkel gelogen hat. Aber ich will es nur ganz konkret sagen, hier in der Berliner Zeitung vom Freitag, 11. Februar, kann man das finden, Bericht über den Kunduz-Ausschuss und da wird dann letztlich auch festgestellt, dass Frau Merkel behauptet, sie hätte sofort, also sagen wir mal am 3. September ist das geschehen, am 4. September waren die Informationen in Deutschland, sie hätte sofort die Brisanz dieses Themas verstanden, das war nämlich die Brisanz, mit Blick auf den Bundestagswahltag am 29. September, dass das verheimlicht werden muss. Das hat sie natürlich nicht so begründet. Sie hat aber gesagt, das ist zu Protokoll gegeben, sie hätte die Brisanz verstanden. Dann hat sie zumindest diese Brisanz ja auch verstanden. Und dann hat sie gesagt, sie hätte dem damaligen Verteidigungsminister Jung gesagt, er solle nichts vertuschen, sondern er soll alles, was an Interpretationen der Sache auf dem Markt sind, zum Beispiel von dem amerikanischen NATO-Oberbefehlshaber Petraeus ausgegebene Informationen, es seien Zivilisten zu Tode gekommen, die solle Jung nicht unter Tisch kehren. Jetzt sagt Frau Merkel in dem Ausschuss, sie hätte sich dann gewundert, dass Herr Jung trotzdem noch bis zum 6., also Sonntag oder so, in seinen öffentlichen Statements immer erklärt hat, er hätte ganz sichere Insider-Informationen, es seien keinerlei Zivilisten zu Tode gekommen, sondern es seien nur Taliban umgebracht worden, Bundeswehr gegen Taliban. Frau Merkel hätte sich darüber gewundert. So, und nun sagt sie heute, sie hätte alles getan, um das aufzuklären, wie sie es versprochen hat. Und das hat sie eben nicht. Sie hat es nicht bis zum Bundestagswahlkampf, darin liegt die Wahlkampflüge, und sie hat es auch dann nicht, sondern sie hat den Jung sogar noch wieder erneut zum Minister gemacht. Und erst als Bild diese Dokumente, Bild-Zeitung, Kai Diekmann diese Dokumente rausgebracht hat, erst dann kam die Geschichte ans Tageslicht. Insofern ist völlig klar, dass Frau Merkel gelogen hat, auch heute noch lügt, also gestern im Ausschuss wieder gelogen hat, indem sie gesagt hat, sie hätte die Brisanz erkannt. Sie hätte erstaunt zur Kenntnis genommen, dass der Minister nicht die Wahrheit gesagt hat, während sie ihn ja sogar extra aufgefordert hatte, die Wahrheit zu sagen. Der hat nicht die Wahrheit gesagt und Frau Merkel hielt es dann aber unter dem Versprechen, vollkommene Klärung der Wahrheit hervorzubringen, es nicht für nötig gehalten, von selbst in die Schuhe zu kommen und musste dann erst warten, bis Ende November die Bild-Zeitung diese Papiere rausbrachte. Also, Wahrheit und Lüge ist mir hier kein metaphysisches Problem, sondern ganz einfach die Verlogenheit von Frau Merkel zeigt hier, dass wir ein personalpolitisches Problem haben. Wir haben in Deutschland Stellvertreter,
Und ich komme jetzt in weiteren Beiträgen dann auch noch dazu, die so unmoralisch sind, dass sie auch die anderen Menschen, ihre Wähler und so, dafür so blöde halten, dass sie das nicht verstehen. Jeder Trottel versteht das, das ist gelogen und sie selber merkt es nicht. Das ist doch eine wirklich schlechte Besetzung. Ahoi, liebe Piraten, Kundus wurde gelogen und die Wahrheit ist immer noch nicht am Licht. Ich bin auf den Abschlussbericht gespannt.